So, die Kirchen haben ausgeläutet. Meine Damen und Herren, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, herzlich willkommen auf dem Marktplatz in Stuttgart. Wir haben uns hier ein paar Mal schon getroffen. Wir, das sind Norbert Bongartz. Wo steht er denn? Dort steht er. Und Ferd Valentin und ich, Peter Conradi. Wir waren der Meinung, in diesem Kommunalwahlkampf in Stuttgart wird über vieles geredet, nur über Stuttgart 21 fast gar nicht. Und das wollten wir ändern. Und wir haben die Parteien eingeladen, zu uns zu kommen, Kandidatinnen und Kandidaten zu schicken, mit denen wir reden, über was mit Stuttgart 21 ansteht und wie sie es damit halten. Die CDU, die Freien Wähler, haben abgesagt. Die CDU höflich, die Freien Wähler ziemlich patzig. Aber sie haben auch gesagt, sie kämen nicht hierher, sie wollten nicht ausgebuht oder niedergeschrien werden. Von schlechten Demokraten. Ich finde immer, man muss auch andere Meinungen anhören und hoffe, dass wir das hier auch tun. Heute sind bei uns Irene Köberle, Platz 18 der linken Liste, Diplombiologin, Umweltberaterin, Sachbearbeiterin und ehrenamtliche Personalrätin und vor allem Gewerkschafterin bei Verdi. Willkommen, Irene Köberle. Und sie hat hier schon bei der Montagsdemo gesprochen, also einige kennen sie. Und Martin Pogundke hat ja auch schon gesprochen. Er hat den Platz 52 der linken Liste und ist Pfarrer bei den Theologinnen gegen Stuttgart 21. Fragen stellen. Fragen stellen wir beide. Angelika Asseburg ist bei den Architektinnen für K21. Und ich heiße Peter Conradi und bin seit 2004 gegen Stuttgart 21 tätig und war davor lange Jahre Bundestagsabgeordneter der SPD. Herr Pogundke, Sie haben bei Ihrem Austritt aus der Partei der Grünen im Juni 2013 erklärt, ich gehe jetzt entgegen meiner immer anders gelebten Haltung auch nicht mehr zur Wahl. Welche Wahl hätte ich denn? Jetzt kandidieren Sie auf der Gemeinderatsliste der Linken. Woher kommt dieser Sinneswandel? Das muss ein Missverständnis sein. Natürlich wähle ich noch, aber nicht mehr die Grünen. Ja, dummes Geschwätz. Nein, es war kein dummes Geschwätz. Es geht darum, dass man in... ich bin jetzt überrascht natürlich von diesem Zitat, das ist so leer. Es geht darum, dass man in manchen Situationen tatsächlich keine Wahl mehr hat. In manchen Situationen hat man tatsächlich Parteien und Gruppierungen vor sich, von denen alle das Spiel mitspielen. Und dann hat man wirklich keine Wahl zu wählen. Ich wähle trotzdem die Linken, obwohl ich nicht beim Austritt aus den Grünen in die Linken eingetreten bin, aber ich wähle sie trotzdem, weil ich möchte, dass eine Stimme laut wird, die dieses Spiel grundsätzlich nicht mitspielt. Wir haben hier ein grundsätzliches Spiel, den Götzendienst des immer weiteren Wirtschaftswachstums zu unterstützen, koste es, was es wolle, führe es hin, wohin es wolle. Und diesen Götzendienst zu beenden, dazu braucht es eine Stimme und diese Stimme möchte ich unterstützen. Wir brauchen ein Wirtschaften, das den Menschen, den Bedürfnissen der Menschen dient und wir brauchen nicht Menschen und eine Politik, die den Bedürfnissen der Wirtschaft dient. Dieser Wirtschaftsapparat hat sich verselbstständigt und ich, trotz aller Kritik, die man auch an linker Politik immer wieder üben kann, ist diese Stimme mir wichtig. Diese Stimme, die sagt, dieses Spiel Kapitalismus muss immer wieder beim Namen genannt werden. Wir müssen stören in diesem Spiel. Das ist respektabel. Wir haben ja mal korrespondiert über die Frage Wahrheit und Mehrheit. Und natürlich gibt es unter den Gegnern von Stuttgart 21, manche sagen, aber wir haben doch die Wahrheit und dann brauchen wir keine Mehrheit mehr. Ich war auch in der Politik meistens der Meinung, ich hätte die Wahrheit, war aber nicht immer so. Aber eins war sicher, man brauchte immer am Schluss auch die Mehrheit. Und dass Sie jetzt an dieser Wahl teilnehmen, hier als Kandidat, daraus sehe ich, dass wir uns in dem Punkt doch ziemlich nahe gekommen sind. In der Politik entscheidet die Mehrheit, oder?
Das Problem liegt tiefer. Es ist tatsächlich so, dass Mehrheiten entscheiden, aber die politischen Mehrheiten entscheiden, auch wenn die Bevölkerungsmehrheiten andere sind. Deswegen, das ist auch meine grundsätzliche Kritik zum Beispiel an Bürgerentscheiden, dass auch wenn bei Bürgerentscheiden sich herausstellt, dass die stellen sollte, dass die Mehrheit eine bestimmte Auffassung hat, die politische Mehrheit entscheidet möglicherweise trotzdem anders. Und umgekehrt, sollte auch nur noch die Minderheit der Bevölkerung für Stuttgart 21 sein, wird die Politik Stuttgart 21 beenden, wenn es für die Politik zu ungemütlich wird. Also wenn die Politik selber aus dem Projekt aussteigen will, weil es zu skandalbehaftet ist und die Politik darunter leidet. Also die Mehrheiten entscheiden zwar, aber es sind nicht immer die Mehrheiten in der Bevölkerung. Die Stuttgarter Linken haben sich auch nach der Volksabstimmung immer deutlich gegen das Projekt S21 ausgesprochen. Gibt es denn Ihrerseits über die reine Ablehnung hinaus auch konstruktive Überlegungen, wie S21 jetzt noch verhindert werden kann? Unsere Erfahrung ist die, dass die Wahrheit, von der wir gerade geredet haben, ja nicht immer so zum Zuge kommt, wie wir uns das fürs Gemeinwohl wünschen. Dass Stuttgart 21 dem Gemeinwohl widerspricht, ist uns sehr klar. Nur sind die wirtschaftlichen Verflechtungen wohl so, dass man dagegen nicht so ohne weiteres ankommt mit den Argumenten. Was Stuttgart 21 zum Fall bringen kann, sind nicht in erster Linie die politischen Mehrheiten, weil die Politik gar nicht mehr dieses Gewicht hat in dieser Verflechtung mit der Wirtschaft, und speziell bei Stuttgart 21 sind die Verflechtungen derart, dass selbst politische Gegner, die auf unserer Seite gegen das Projekt kämpfen, ja auch schon sehr mutiert sind. Da sehe ich eine große Schwierigkeit. Was wir für wichtig halten, ist, das Projekt zu skandalisieren, die Fehler aufzuzeigen und große Mehrheiten und Bevölkerungsschichten zu informieren und zu aktivieren. Das sind die Punkte, wo wir denken, dass es was damit zu tun hat, dass jeder, der für Stuttgart 21 ist, sich mal dafür schämen muss, egal auf welcher Ebene. Zu Beginn wurde bedauernd gefragt, warum denn Stuttgart 21 im Wahlkampf keine Rolle spiele, zum Beispiel bei der CDU und bei den Freien Wählern. Das ist unser Verdienst, dass das dort keine Rolle spielt. Wir haben Stuttgart 21 so skandalisiert, wir haben es, die ganzen Schwierigkeiten, Fehler, Mängel, die Kosten und so weiter in die Öffentlichkeit getragen, sodass sich inzwischen keiner von diesen Politikern mehr traut, sich damit zu schmücken. Und deswegen halten die das aus dem Wahlkampf raus. Das ist ein erster wichtiger, großer Erfolg unserer Bemühungen des Skandalisierens. Bei der Volksabstimmung am 27. November 2011 über die Finanzierungsverträge für Stuttgart 21 hat ja nun eine Mehrheit im Lande gegen eine Änderung der Finanzierungsverträge, das heißt für Stuttgart. Entschuldigung. Bei der Volksabstimmung hat ja im Land eine Mehrheit gegen die Änderung, Aufhebung der Verträge, der Finanzierungsverträge stimmt und damit für Stuttgart 21. Und auch in Stuttgart waren wir leider in der Minderheit. Auch in Stuttgart? Also wenn man zählen kann. Wenn ich für die Finanzierung stimme ich aber nicht für den Bahnhof oben oder unten. Da geht es rein um die Finanzierung. Gut, also die Finanzierung. Wir waren für einen Umbau des Bahnhofs und nicht für Stuttgart 21. Aber wir waren dafür, dass die Finanzierung stattfindet. Ja, für gut, den Umbau. Ich höre das. Nicht so ein Quatsch, was ihr daher redet. Also die Abstimmung ging über die Finanzierungsverträge, aber es war klar im Land, es ging um dieses Projekt Stuttgart 21. Und jetzt sagen die Befürworter, wir müssen uns als gute Demokraten an die Mehrheiten halten. Und das war ja nur eine Mehrheit des Volkes und nicht eine Mehrheit der Politiker. Was sagen Sie denn zu den, was sagen Sie denn zu dem Ergebnis der Volksabstimmung?
Demokratie ist kein Spiel, bei dem man auf irgendwelche Weise versucht, an Mehrheiten zu geraten. Sondern Demokratie ist ein Prozess der Aushandlung von Fakten, wenn die Fakten geklärt sind, der Bildung von Meinungen, wenn die Meinungen gebildet sind, der Entscheidungen darüber. Das war beim Volksentscheid überhaupt nicht so, sondern von Anfang an hat man beim Volksentscheid die Fakten als bloße Meinungen degradiert, dieses Verschmieren von Fakten und Meinungen praktiziert und hinterher darüber abstimmen lassen, aber nicht eine neutrale Bevölkerung darüber abstimmen lassen, sondern eine Bevölkerung abstimmen lassen, die mit Millionen Aufwand bombardiert worden ist mit falschen Behauptungen. Ich will nur die eine falsche Behauptung noch mal in den Raum stellen, es gäbe mehrere natürlich, nur die eine. Es ist mit Millionen Aufwand behauptet worden, der Ausstieg aus Stuttgart 21 kostet 1,5 Milliarden für nichts. Das ist keine mögliche Meinung, die von irgendwelchen Fakten gedeckt ist. Das hätte gar nicht in einer sogenannten Informationsbroschüre des Landes stehen dürfen, weil es eine unmögliche Meinung ist. Wenn ich ein Auto für 10.000 Euro verkauft habe und kaufe es hinterher wieder zurück für 10.000 Euro, habe ich keinen Vermögensschaden erlitten. Wenn die Bahn ihre Bahngrundstücke an die Stadt verkauft für einen bestimmten Betrag und muss diese Grundstücke hinterher wieder zurückkaufen, hat sie keinen Vermögensschaden erlitten. Es gibt da keine Kosten für die Bevölkerung. Und dass die Bevölkerung erzählt worden ist, es gäbe da 1,5 Milliarden Kosten für den Ausstieg, das ist einfach eine Lüge. Man hätte aufgrund dieser Lüge gar nicht abstimmen dürfen. Im Koalitionsvertrag stand drin, es wird eine erneute Klärung der Kosten eingeholt und dann wird der Volksentscheid durchgeführt. Die grün-rote Regierung hat diese Kostenberechnung nicht abgewartet, sondern Volksentscheid vorher durchgeführt. Das ist ein Grundfehler, der da begangen worden ist. Dieser Volksentscheid entbehrt jegliche Legitimation. Und wenn bei dem Volksentscheid schon immer formal argumentiert wird, möchte ich mal was Formales noch dagegen halten. Wenn ein Quorum nicht erreicht wird, dann heißt es, diese Versammlung war nicht beschlussfähig. Jetzt möchte ich mal die Gemeinderäte sehen, wenn die Versammlung oben nicht beschlussfähig ist und eine Minderheit irgendwas beschließt, das ist einfach nicht gültig. Und wenn dann einer sagt, der Käse ist Gäse, muss ich mich fragen, ist dieser Mann überhaupt gremientauglich? Ja. Ich habe gegen das Ergebnis oder diese Wertung der Volksabstimmung immer mit dem Argument geredet, die Volksabstimmung setzt kein Gesetz, keine Verordnung setzt kein Recht außer Kraft. Das heißt, der Brandschutz gilt, der Sicherheitsschutz gilt, die Haushaltsordnung gilt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die nicht aufgehoben wurden durch die Volksabstimmung. Und deswegen ist sie eigentlich hinfällig und zu behaupten, mit ihr sei Stuttgart 21 beschlossen, halte ich für einen schweren Fehler. Wo liegen denn die Knackpunkte, an denen Stuttgart 21 jetzt noch scheitern könnte? Sie haben gesagt, man muss darauf aufmerksam machen, man muss es immer wieder deutlich machen. Wo wären denn die Knackpunkte, die Sie sehen? Na, also mit aufmerksam machen müssen wir einfach auf alle Bestandteile. Aktuell läuft ja diese Aktion Stadtbahnchaos. In der Kampagne arbeite ich auch mit. Was auch Menschen betrifft, die jetzt überhaupt nicht Bahn fahren wollen, sondern nur Straßenbahn. Andere Knackpunkte sind natürlich die, wenn irgendwelche Dinge passieren, wenn Hänge ins Rutschen kommen, wenn Mineralquellen versiegen, wenn bei dem nächsten Bachdyker, sollte er denn angepackt werden, irgendwas passiert, das ist die zentrale, ich bin Biologin, es ist die zentrale Harnröhre Stuttgarts. Also das muss man sich mal klar machen, wenn da was nicht funktioniert, da kommt ein Organismus echt in Not. Punkte gibt es wirklich viele, an denen Stuttgart 21 scheitern kann. Da können auch die Hänge ins Rutschen kommen, es kann der Flughafenbahnhof nicht genehmigt werden und so weiter. Da können viele Punkte sein. Entscheidend scheint mir aber, das was Arnoldi, genau vom VCD, Arnoldi im Stresstest damals bei dieser Schau hier gesagt hat, wir brauchen den Resonanzboden des Protests.
ohne den Resonanzboden des Protests, ohne diese regelmäßigen Veranstaltungen, unsere Demonstrationen, die wir machen, ohne diese Demonstrationen und ohne den Druck, den wir machen, ohne die Öffentlichkeitsarbeit, ohne das ständige in die Presse kommen, das ständige Aktionen machen und skandalisieren, ohne das könnte jede Kleinigkeit, die dort passiert, und auch jede große Sache, die passiert bei der Brauerei, totgeschwiegen werden, als üblich dargestellt werden, verharmlost werden und so weiter. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese 100 Stellen, an denen Stuttgart 21 scheitern kann, auch dazu führen können, dass Stuttgart 21 scheitert, indem wir protestieren, mit dem Protest nicht nachlassen. Sabine Leidig von den Bundeslinken hat bei der großen Kundgebung am Samstag, den 26. April, eine sehr zündende Rede gehalten. Viele haben sie sicher gehört. Sie sagt, über S21 reden, nicht totschweigen, sondern beerdigen ist der richtige Weg. Sie schlägt vor, nach der Konsultation und dem Einbezug aller Expertinnen und Fachverbände sollten die Beamten des Verkehrsministeriums konkrete Pläne und Konzepte ausarbeiten, unterstützt durch die Juristen des Hauses, wie und nicht ob der Ausstieg aus Stuttgart 21 mitsamt der Neubaustrecke möglichst gut gelingt. Wie wollen Sie oder Ihre Fraktion diese Idee unterstützen bzw. vorantreiben? Ja, Sabine Leidig hat in dieser tollen Rede einen Traum formuliert. Den Traum, es gäbe eine Verkehrsministerin, die das dann auch täte. Diese Verkehrsministerin und auch kein Verkehrsminister haben wir aber nicht, die das täten. Das heißt, es ist völlig nach meiner Wahrnehmung und was ich so an Informationen aus den Landesgrünen erfahre, es ist völlig aussichtslos zu hoffen, dass vom Verkehrsministerium irgendwas ausgeht in diese Richtung. Das Verkehrsministerium hat sich mit Stuttgart 21 abgefunden, das Landesverkehrsministerium. Die empfinden uns als lästig oder nehmen uns nicht einmal mehr wahr. Das ist ein Traum erstmal, den sie formuliert hat. Aber sie hat auch eine Realität formuliert, nämlich die Realität, dass wir hervorragende Konzepte entwickelt haben in den letzten Jahren. All die Fachleute, die zu unserer Bewegung gehören, Konzepte entwickelt haben, wie was statt Stuttgart 21 an einem ertüchtigten Kopfbahnhof gebaut werden könnte. Und unsere Arbeit als Fraktion ist, ständig diese Sachen in Erinnerung zu rufen und ständig zum Protest beizutragen, dass es überhaupt erforderlich wird, an diese Gedanken zu denken, an K20 zu denken. Wir tragen zum Protest bei, wir skandalisieren, wir stellen nicht nur freundliche Fragen im Gemeinderat, sondern wir stimmen zum Beispiel auch gegen den Haushaltsplan, weil wir sagen, dieser Haushaltsplan ist deswegen so klamm, unsere Schulen haben deswegen so wenig Qualität, von der baulichen Qualität und so weiter. Wir stemmen deswegen gegen diesen Haushaltsplan, weil wir sagen, das liegt an Stuttgart 21. Da fließen unsere Gelder hin und dieses Skandalisieren, dass wir auch hier sagen, wir spielen das Spiel nicht mit, auch nicht klein beigeben. Das ist das, wie wir konstruktiv daran arbeiten, dass der Weg Richtung K20, sage ich, können wir noch drüber reden, geebnet wird. Ja, die üblichen Mittel sind ja immer Anträge stellen und Anfragen stellen. Das läuft und wird auch weiterlaufen. Was auch weiterlaufen wird, wenn wir wieder als Fraktion da oben im Rathaus sein können, das ist Räume zur Verfügung stellen für Veranstaltungen, damit wir eben diese große Öffentlichkeit weiter halten können mit guten, qualifizierten Veranstaltungen, so wie jetzt zum Beispiel dieser Bahnkongress ja sehr hervorragend war. Und einfach weiter den Scheinwerfer auf die Skandale richten. Die Skandale sind da, das Projekt ist ein einziger Skandal und eine einzige Mischung an Verflechtungen. Ich glaube, wenn das wirklich mal alles offen daliegen würde, auf einem großen Tisch, dann könnte kein Mensch mehr für Stuttgart 21 sein. Wenn das Projekt beendet wird durch die Politik, dann sicher nur durch Berlin. Denn Eigentümer der Bahn ist der Bund und der Bund wird vertreten durch die Bundesregierung.
Das heißt, wenn die Bundesregierung zu dem Schluss käme, das rechnet sich nicht, das geht nicht, wir machen da Verluste auf Kosten des Steuerzahlers und, dann müsste die Bundesregierung das Projekt eigentlich einstellen. Denn der Eigentümer sagt den Managern, was sie zu tun haben. Im Moment ist umgekehrt, da sagen die Manager dem Eigentümer, was zu tun ist. Aber da müssen wir auch Druck ausüben auf Berlin, auf die Abgeordneten in Berlin, auf die Parteien in Berlin, dass diese Sache ganz deutlich gemacht wird. Jetzt nochmal zu Stuttgart. Da gab es ja hier einen Beschluss 2009 auf Antrag der SPD, es solle eine Bürgerabstimmung zu Stuttgart 21 gemacht werden, wenn die Kosten erheblich steigen. Nun steigen die Kosten erheblich. Die Bahn hat sogar eingeleitet die Verhandlungen, hat die Sprechkarte gezogen. Eigentlich müsste jetzt im Stuttgarter Gemeinderat hier, es war damals einstimmig, müssten die Grünen, die Linken, alle im Stuttgarter Gemeinderat jetzt sagen, wir wollen diese Volksabstimmung haben und zwar möglichst bald. Warum geschieht es nicht? Naja, was bei Volksabstimmungen passieren kann, haben wir ja schon mal erlebt. Und wenn man nicht wirklich sicherstellen kann, dass vorher die Informationen eindeutig und ehrlich gegeben werden, und wenn man sicherstellen kann, dass Meinungen nicht gekauft werden können durch Kampagnen von Profiteuren, nenne ich es mal jetzt, die in aller Regel sehr viel Geld haben, dann wäre ich für einen Bürgerentscheid. Aber solange das nicht wirklich sichergestellt ist, bin ich vorsichtig geworden mit solchen Dingern. Ja, so geht es mir auch. Also von der SPD muss ich sagen, die haben den Antrag sicher nicht gestellt, um einen Weg wirklich aus dem Projekt zu umgehen, sondern um die innerparteilichen Probleme zu beruhigen und die Gegner zu beruhigen, dass wenn es teurer würde, man natürlich aussteigen werde. Aber die werden einen Teufel tun, jetzt eine Volksentscheid einzuberufen. Ich selber, habe es vorhin auch schon angedeutet, ich selber bin gegenüber Volksentscheiden inzwischen sehr skeptisch geworden. Wir leben in einem Land, das müssen wir uns klar machen, in dem Meinungsbildung vom Geld abhängt. Da wird mit ungeheuer viel Geld Meinung gebildet. Und das heißt, dass nicht nur Volksentscheide, sondern auch Wahlen natürlich gekauft werden, mit Geld gemacht werden. Das heißt, ich halte es doch eher für eine Illusion zu glauben, wir würden parlamentarische Mehrheiten gewinnen können durch Abstimmungen oder Umfragen oder dergleichen. Ich glaube, der einzige Weg, wie wir ein solches Projekt beenden oder dazu beitragen können, dass es beendet wird, ist das, was wir auch tun, nämlich hier auf der Straße stehen und protestieren und immer wieder den politischen Druck so erhöhen, dass irgendwann hier und da ein opportunistischer Abgeordneter das Gefühl hat, es täte seinen Wahlstimmen vielleicht besser, wenn er sich jetzt raushalten würde aus dem Projekt. Und dann fängt das Ding an zu bröseln, wenn die ersten Opportunisten anfangen zu merken, dass sie auch ohne das Projekt vielleicht besser dastehen würden. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir zu einem Ausstieg kommen. Nicht der Weg, in dem wir versuchen, Mehrheiten zu gewinnen, die uns immer wieder genommen werden durch bezahlte Lügenkampagnen. Das muss ich wirklich so sagen. Ich höre hier eine deutliche Skepsis gegen Bürgerabstimmungen, gegen Instrumente direkter Demokratie. Nun sind die Wahlen werden ja auch durch Geld beeinflusst. Ich habe das selber bei vielen Wahlen erlebt. Und es ist trotzdem bei Wahlen immer wieder auch was verändert worden. Das heißt, ich wäre dagegen, würden wir uns zurückziehen und würden wir verzichten auf Instrumente direkter Demokratie. In Bayern zum Beispiel gibt es die in viel größerem Maße als bei uns und da richten sie sich sehr häufig gegen die Regierenden. Das heißt also anzunehmen, direkte Demokratie würde immer vom Geld bestimmt. Das wäre mir zu wenig. Nein, ich meine nicht, dass wir gänzlich darauf verzichten sollten, sondern wir sollten sehr mäßige Hoffnungen darauf setzen und sehr klug kalkulieren. Wir sind gebrannte Kinder, wir haben im Volksentscheid gemerkt, wie das ausgehen kann, wenn man gefühlt eine Mehrheit hat und plötzlich da Werbekampagnen durchs Land gezogen werden, die den Leuten vorgaukeln, es gäbe für 1,5 Milliarden nichts, wenn man aussteigt. Und das kann bei jeder Abstimmung passieren. Und deswegen vorsichtig mit solchen Abstimmungen. Abstimmungen haben auch eine ganz hervorragende Wirkung.
Wirkung. Je mehr Volksentscheide es gibt, desto politisch bewusster wird eine Bevölkerung. Es hat pädagogischen Effekt für die Bevölkerung. Die Bevölkerung kümmert sich mehr um Politik, informiert sich mehr darüber. Und mit der Zeit wird die Bevölkerung vielleicht auch immuner gegen solche Lügenkampagnen. Das mag dann durch eine berechtigte Hoffnung sein. Aber langsam ist diese Entwicklung, glaube ich. Letztes Mal bin ich hier gerügt worden aus dem Publikum, weil ich nicht angeboten habe, dass Sie hier auch Fragen stellen können. Und dann müssten Sie hierher kommen. Und wenn Sie was fragen wollen oder was sagen wollen, dann kriegen Sie das Mikrofon. Ganz kurz. Aber ganz kurz. Ja. Warum? Ich bin auch von Halle. Ja, warum in der Schweiz geht, hat der, wie heißt das, Hans Blocher, 6 Milliarden Franken für die Verfügung gestellt und der Arbeitgeberunternehmer Volksabstimmung gemacht in der Schweiz. Die haben ganz knappe Mehrheit gekriegt, ganz knapp von der Regierung daher, was Sie jetzt gesagt haben und was Sie in der Frage betrifft. Ja, die Schweiz. Da ist es so, da wird viel mehr im Volk abgestimmt, gelegentlich stimmen sie vernünftig ab. Nach meiner Meinung, vielleicht auch Ihrer Meinung, gelegentlich stimmen sie nicht vernünftig ab. Da behaupte ich, Parlamente irren, aber das Volk irrt auch gelegentlich, bei Wahlen und bei Abstimmungen. Das muss man in Kauf nehmen. Wenn man nur Abstimmungen zulassen will, deren Ergebnisse einem gefallen, dann ist es nicht so sehr demokratisch. Ich glaube, das mit den Volksabstimmungen müssen wir einfach ein bisschen üben bei uns in der Gesellschaft. Und bei so einer großen Geschichte wie Stuttgart 21 möchte ich halt nicht üben, sondern da würde ich gern haben, dass es alle schon können. Dass alle wissen, dass man sich vorher gescheit informiert, und zwar umfassend informiert, und dann auch eine qualifizierte Meinung hat und dann abstimmen kann. Ja, um hier im Stadtrat eine Fraktion bilden zu können, braucht man ja meines Wissens 4 Sitze. Was beabsichtigt die Linke? Sollte es so um 2, 3, 4 Sitze herauskommen, geht es da wieder um eine Zusammenarbeit mit SES oder was ist da beabsichtigt für nach der Wahl? Wir haben gute Erfahrungen gehabt mit der Fraktionsgemeinschaft SES Linke. Da spricht überhaupt nichts dagegen, das weiterzuführen. Es gibt politische Unterschiede zwischen SES und Linken, deswegen ist es auch gut, dass beide zur Wahl gehen, finde ich wirklich sehr gut. Aber an meiner Person wird es sicherlich nicht scheitern, wenn es da zu einer Fraktionsgemeinschaft kommen sollte. Ich finde es gut, zusammenzuarbeiten. Vorhin wurde viel über Berlin, da wird entschieden gesagt, deshalb komme ich nochmal auf Sabine Leidig zurück, die in Berlin ist und eine hervorragende Vertreterin ihrer Partei ist. Sie denkt auch weit über den Stuttgarter Bahnhof hinaus und über den Stuttgarter Kesselrand und fordert für ganz Deutschland eine demokratische Bahn der Zukunft, zum Beispiel als Bürgerbahn mit dezentralen Strukturen, die Fahrgäste, Bevölkerung und Beschäftigte in Entscheidungsprozesse einbezieht, zum Beispiel als Flächenbahn, die den Mobilitätsbedürfnissen der großen Mehrheit gerecht wird, zum Beispiel als Klimaschutzbahn, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnt, oder als Europabahn, die Anschluss und Zusammenarbeit mit den Eisenbahnunternehmungen der Nachbarländer sucht. Welche Ideen haben Sie, Ihre Fraktion, jetzt nicht auf irgendwelche Minister verteilt, sondern Sie selber persönlich und Ihre Fraktion, wenn Sie denn eine haben, diese sinnvollen Verkehrskonzepte mit auf den Weg zu bringen? Das geschieht ja schon. Also hier in Stuttgart arbeiten die ganzen Fachgruppen ja hochqualifiziert an Konzepten, wie eine Bahn sinnvoll auszusehen hat. Und unsere Arbeit als Linke besteht darin, das zu unterstützen. Das tun wir auch. Wir haben hier Büchertische, wir sind bei Demonstrationen immer aktiv und so weiter. Das ist unsere Arbeit, diese Facharbeit zu unterstützen. Gleichzeitig ist es eben eine wichtige politische Arbeit, dafür zu sorgen, dass sowas auch politisch wirksam werden kann. Es ist ja nicht die Unfähigkeit, dass die Leute in Berlin einfach die richtigen Ideen noch nicht hätten, wie eine Bahn besser wäre, sondern die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Und das heißt, wir müssen auch politisch dazu beitragen, dass eine Bevölkerung mehr Druck macht, dass die das wollen müssen. Dass die in Berlin entlarvt werden als Leute, denen
deren erklärtes Ziel es sogar ist, möglichst viel Gelder in die Investitionen reinzuleiten. Also die steigenden Kosten von Stuttgart 21 sind ja nicht ein Unfall oder ein Problem an der ganzen Sache, sondern das Ziel der ganzen Sache. Es geht ja einzig darum, dieses System Kapitalismus am Laufen zu halten, indem man möglichst viele Gelder in die Wirtschaft reinlenkt. Das machen die. Denen fehlen nicht die Ideen, denen fehlt der politische Wille. Und der muss aus der Bevölkerung kommen. Und da müssen wir an der Bevölkerung wirklich auch arbeiten, dass die Bevölkerung Druck macht nach Berlin. Das, was die Bahn versucht, ist ja genau die Flächenbahn abzuschaffen, mehr und mehr. Sie schafft sie ab, sie ist nicht nur, dass sie sie nicht neu erfindet, sondern die hat mal existiert und die Bahn tut sehr viel dafür, dass es nicht stattfindet. Und alles, was der Flächenbahn, was wirklich alle Ortschaften mit einbeziehen kann, entgegenspricht, was die Bahn macht, ist Monokultur. Und Monokultur hat noch nie irgendwo funktioniert, nicht auf dem Acker und sonst wo auch nicht. Und das ist was... Biologie, ja, spricht. Die Biologie kommt immer wieder, aber es ist die Wissenschaft vom Leben. Und wir wollen ja leben. Wir wollen unser Gemeinwesen und das gemeinsame Leben in dieser Stadt, in diesem Land organisieren. Und da muss man über Leben nachdenken. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben hier versprochen, das heißt mit der Montagsdemo abgesprochen, dass wir um 4:45 aufhören, weil dann machen die ihren Soundcheck. Heute in einer Woche sind hier zwei Kandidaten, Gemeinderatskandidaten der SPD. Und da die SPD in der Frage ja bekanntermaßen gespaltene Meinung hat, ist einer dafür und einer dagegen. Das kann also eine spannende Veranstaltung werden. Ich werde die nicht moderieren, das werden Sie wahrscheinlich verstehen. Aber es wäre schön, wenn Sie kommen und es wäre schön, wenn Sie sich das anhören würden. Und wir werden mal überlegen, ob man sowas nicht eigentlich auch Zwischenwahlen weiterführen sollte. Ab und zu mal hier sowas wie Speakers Corner machen, wo dann diskutiert werden kann und man zuhört oder mitmacht. Also ob das ein Modell ist, was wir wiederholen können. Gangolf Stocker hat es ja schon mal versucht. Und wir werden nach der Gemeinderatswahl sicher überlegen, kann man sowas nicht auch weiterführen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und vielen Dank euch. Yeah.